Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge. Kümmern wir uns um die Nachtkirschen. Ja, ist so dunkel. Jetzt muss doch rumstealthen. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau nach, was wir suchen sollen. So. Peng. Haben wir das. Falsch ist schon auf 50. Können wir doch Schleichen hochdrehen. Ihre Angriffe fügen begleitet deutlich weniger Schaden, sodass sie sich bei Flächenangriff kursiert einfach keinen Schaden. Okay. Entdecker. Ach du Scheiße. Alles klar, Beschrift ist ja cool. In der Kiste. Hier waren wir gerade. Können wir mal gucken. Ah, hier ist noch eine Wall. Sieht ja. Level 22. Aber jetzt seht ihr, was wir noch alles vor uns haben. Hier sind wir noch richtig viel vorbeigelaufen. Das, also hier, das schalten wir so oder so noch frei. Hier, den ganzen Ort hier. Wenn wir dran vorbeilaufen. Aber ja. Nachtkirschen. Bestimmt haben die noch an irgendwas Radioaktives gefressen, weshalb die jetzt unsichtbar sind. Dafür, dass ich sogar eine Sicherheitsrüstung trage. Da ist schon drei Rot. Sie hören Mr. New Vegas. Und Sie sehen gerade ganz besonders wunderbar aus. Fuck, Alter, dieser Schaden. Lieblingssongs spielen. Ja.
wartet am Ende hier so ein Boss auf mich? Auf jeden Fall war mal jemand hier, sonst würden hier keine Lampen stehen. Ah, okay. Was ist wieder hier? Ja, Leute, haben wir Lust auf einen neuen. Auf einen neuen Vault? Ich weiß ja nicht. Wir zocken jetzt mal danach die Story weiter, das hatten wir vorgehabt. In Fallout Vegas ist das größte Schwachpunkt, die meisten XP gibt es nur durch Quests. Nicht so wie in Fallout 4 oder 3, wo du durch Kämpfen XP bekommst. Deswegen kriegt man so viele Erkunden auch nicht. Außer ich finde dadurch eine Erkundung oder eine Quest heraus. Henry. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ah, ich habe einen zerkauten Selfboy im Nachtpirschenbau gefunden. Strom ist noch da, aber das Gehäuse ist beschädigt. Seltsam, dass eine Belastung durch Tarnstrahlung derart schnell Mutationen hervorruft. Sehr viel wichtiger ist, dass dies erklärt, warum meine Forschung an den Nachtpirschern zu keinem Heilmittel für das Nachtvolk geführt hat. Mir bleibt nur mehr ein Weg. Ich muss den Mark II-Test mit Lilly durchführen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Warum Lilly und kein anderer Nachtvolk? Lilly mag exzentrisch sein, aber für gefährlich hielt ich sie nie. Und was noch wichtiger ist, sie hat mich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Ich habe sie über die Risiken aufgeklärt, aber sie bestand trotzdem darauf, mir zu helfen. Wie sehen die? Dann spreche ich mal mit Lilly. Ich werde warten. Lilly! Hallo, Liebes! Möchtest du immer noch Dr. Henry bei seinem Experiment helfen? Aber ja, Liebchen. Ich weiß, das ist gefährlich. Aber es wird sich alles fügen, wirst sehen. Ich gehe jetzt zu ihm. Wäre unfein, ihn warten zu lassen. Na, muss ich genauso. Oh, ein NPC, der mal sprintet. Guten Abend. Bitte schön. Ja, Angst sind sie auch, wenn sie so spinnen. Die Geräte sind angeschlossen und betriebsbereit. Wir können mit den Tests beginnen, sobald sie das Startzeichen geben. Dann fangen wir an. Sehr gut. Bitte treten Sie zurück. Ich möchte verfälschte Messdaten vermeiden. Aber Sie können gerne bleiben und zusehen, wenn Sie möchten. Okay, schalte den Stealth-Boy ein, Lilly. Schalte es ein! Fühlt sich komisch an. Komisch, aber gut. Interessant. Versuche jetzt an etwas Aggressives zu denken. Stell dir vor, du zerquetscht gerade einen Red Scorpion. Lilly zerschmettern! Was sagen die Messwerte, Calamity? Das Tarnfeld ist instabil und bringt alles durcheinander. Die Gamma-Wellenaktivität liegt angeblich bei Null, aber das kann nicht stimmen. Gamma-Wellenaktivität ist Null? Liegt wohl an der Interferenz. Gut, das wäre geschafft. Schalte den Stealth-Boy jetzt wieder ab, Lilly. Und ich hatte das so gern an. Ich komme gleich wieder her, nachdem ich die Ergebnisse analysiert. Ja, gut. Glückwunsch, dass Sie den Mark II-Prototypen in Gang setzen konnten, Doktor. Geben Sie ihn mir und wir werden uns auf den Weg machen. Meine Bitte ist recht einfach nachzuvollziehen. Geben Sie uns die technischen Daten des Stealth Boys und es gibt für uns keinen Grund, Sie zu töten. Was Sie im Ödland tun, hat Auswirkungen auf alle Mutanten, ja, aber daran denken Sie nicht, oder? Nein, jedenfalls bis jetzt nicht. Sehr gut, Mensch. Sie haben mich überzeugt. Und ich ziehe meine Bitte zurück. Das mit dem Nachtvolk haben Sie gut hingekriegt. Hab noch keinen getroffen, der denen was ausreden konnte, das sie sich in den Kopf gesetzt hatten.
Das Experiment hat viele wertvolle Daten geliefert. Und ich bin meinem Ziel, ein Heilmittel herzustellen, ein großes Stück näher gerückt. Mir ist klar geworden, dass dieser kurze Test nicht so schnell ein Heilmittel ergeben wird. Wenn Lilly aber weiterhin den Prototypen tragen würde... Neuropeptid ist Stimulatoren in einem Nachtpirschenhirn, wirkt ähnlich wie in einem lebenden Gehirn. Das ist genial. So simpel und doch so elegant, dass ich darauf nicht früher also gekommen bitte, bin. Bitte, das wusste ich schon am Anfang. Audi. Was war's? Belästigen Sie jemand an. Also sind wir jetzt hier fertig, ja? Was machst du da? Kann ich Ihnen irgendwie weiter... Na, sind wir fertig. Haben wir die Questline fertig. Ging schneller, als ich dachte. Was ist denn Lilly? Warten wir kurz wieder, bis es Tag wird. Hey, Lilly. Hallo, Liebes. Ich denke, wir sollten zusammenreißen. Du sagst, es wäre schon interessant, was er kann. Ich habe mein Charisma mal von einem Vitomatic-Vitalitätstester messen lassen. Da schossen Flammen aus dem... Wir sind unsere Top-Themen. Händler aus Kalifornien werden im Mojave-Outpost abgewiesen, wo die RNK wegen der Gefahren am Highway von Newton und der I-15 besorgt ist. Und noch eine Story für Sie. Flüchtlinge in Bitter Springs... Hallo, Liebes! ...erschreckende Beschreibungen eines Legaten namens Lanius, der Caesars oberster Offizier sein soll. Einer schilderte, wie der Legat den Kommandanten eines Trupps... Volksprotokoll terminieren. ...seinen Erwartungen entsprach, vor versammelten Truppen totschlug. Dann war der Legat auf Crime zurückgekehrt. ...seiner eigenen Truppe... Das Hallo, Liebes! Wär's fürs Erste. Hier spricht Mr. New. Ah, ich verstehe, es ist Veronika. Was wäre ich bloß ohne Sie? Waren Sie schon mal verliebt in einen Promi? Geben Sie es zu. Dann holen wir uns E.T. wieder. Sie sind ja ganz verrückt nach dem Burschen. Mad about the boy. Prima. Ich will mal was testen. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Warte, das jetzt nochmal. Hier. Habe ich hier einen anderen Radiosender? Ich hätte schon Interesse, muss ich sagen, hier die Sachen zu untersuchen. Caesars Legion Unterschlupf. Das ist Caesars Legion Unterschlupf. Gehen wir mal hin. Danach gehen wir zu den Rommers, wirklich. Da. Was geht ab?
haben wir jetzt gerade bekommen? Hier spricht Mr. New Vegas. Und Sie alle da draußen sind wunderbar. Ach, schade, jeder auf seine besondere Art. Schon fast wieder Zeit für ein paar Nachrichten. RNK-Beamte in Camp McCarran sind erleichtert, dass die technischen Probleme der Einschienbahnlinie zum Vegas Strip. Wir müssen mal was gucken wegen des Trinken. Wir haben hier echt richtige Trinkprobleme aktuell. Wäre mechanisches Versagen. Ich will noch nicht mehr so viel trinken. Da der Zug alt sei und Ersatzteile kaum zu bekommen. Des Weiteren, Kaufleuten zufolge, hat es in den letzten Tagen kaum Kontakt zu Händlern aus Lipton gegeben. Man fürchtet, der isolierte Ort könnte Probleme haben. Ich glaube, alle Nachrichten, egal ob... Das sind Tiere, die sich nicht mehr wehren, Leute. Bitte. Meinen Sie nicht auch? Dann Laternen, diesen nächsten Song. XP. So. Liesens Versteck. Wir müssen mal, wenn wir wieder einen Händler finden, mal gucken wegen Trinken. Irgendeinen, wo wir Trinken abkaufen können. Da wir nichts so finden. Na gut, wir sind aber auch in letzter Zeit immer in den gleichen Gebieten rumgelatscht. Ich finde die Gude. Komm bitte, sag mir nicht, dass das Scharfschützengewehr nicht geil ist. Verstrahlte. Get away from me. Ich weiß halt noch nicht, ob wir zuerst das Spiel durchspielen, dann die DLCs oder in welcher Reihenfolge wir das machen wollen. Vielleicht wissen wir, was diese Legion hier töten könnten. Spiel durch. Raining man. Es regnet XP für mich. So ein Legion. Hier ist ein Versteck, also. Ah, okay.
kriegen wir erst, wenn wir Legion wahrscheinlich töten. Ganz hinten steht noch ein Ghoul. Ich kann das Gebiet säubern damit. Auf jeden Fall die stärkeren Ghule. Die Bruderschaft. Das ist vom Testgelände. Okay. I see. Trash. Eintrag 3 im Trash-Tagebuch. Tagebuch Eintrag 1. Das ist der erste Tagebuch-Eintrag. Rausgehen. Gut. Ist das was zum Lesen? Tatsächlich. Sonnenblume. Puh. Machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Plan. Wir wollten jetzt hier. Gucken, gibt es noch irgendwas Interessantes? Hier ist ein abgeschütztes Flugzeug zum Beispiel. Bloodborne-Hütte. Garden-Pie. Camp Guardian. Lake Las Vegas. Ja. Dann haben wir jetzt hier die nächste Questline. Und dann geht's ab nach New Vegas. Ganz mal kurz das. Haben wir noch einen Railway. Sie hören Mr. New Vegas. Und Sie sehen gerade ganz besonders wunderbar aus. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Guten Morgen. Auf Wiedersehen.